Und wie gesagt, ich mache jetzt den Anfang. Ich singe jetzt einen richtigen Elvis-Klassiker für euch. Und zwar Can't Help Falling in Love. What is man saying? Only fools rushing. But I can't help falling in love with you. Take my hand, take my whole life too. For I can't help falling in love with you. For I can't help falling in love. Ich bin hier der Bürgermeister und ich darf Sie hier im Ortenberger Rathaus zu dieser Vernissage, zu dieser Ausstellungseröffnung in der Reihe KIA Kunst im Rathaus recht herzlich begrüßen. Ich freue mich aber, dass immer wieder Gäste da sind, die regelmäßig kommen, die oft kommen, die auch hier schon ausgestellt haben. Ich sehe jetzt die Frau Hinz, die schon vor vielen Jahren hier in dieser Reihe hier Gast war. Guschel Herb, den Herrn Pfarr habe ich schon gesehen. Ich hoffe, ich habe jetzt niemand vergessen. Immer wieder gern gesehen und immer wieder schön, wenn auch Künstler, die schon mal hier waren, auch immer wieder hier als Gäste kommen. Ich freue mich jetzt aber heute, dass für die nächsten Monate uns im Ortenberger Rathaus die Künstlerin Beate Rohwedder begleiten wird. Herzlich willkommen, Frau Rohwedder, heute hier und auch für die nächsten Monate im Ortenberger Rathaus. Dankeschön. Beate Rohwedder wird jetzt anschließend vorgestellt vom Laudator, von Thomas Stelzer. Er ist hier, ja. Thomas Stelzer, bitteschön. Guten Abend. Das sei jetzt mein Name und Thomas Stelzer Mediengestaltung aus Hackenau. Ich habe die Ehre, die Vernissage Laudatio zu halten, die Einleitung, ja, und freue mich, dass die Frau Beate Rohwedder mich eingeladen hat, unsere Künstlerin, hier heute Abend. Ich bedanke mich auch beim Gastgeber, Herr Bürgermeister Markus Vollmer, und bei der Gruppe hier Kunst im Rathaus, Herr Witschel, Frau Kollmann, Frau Scheurer-Kraus, Frau Decker, die uns diese Räumlichkeiten für diese Vernissage zur Verfügung gestellt haben. Und natürlich auch bei Herrn Günter Gembler für die musikalische super Untermalung. Und vor allen Dingen bei allen Gästen, die heute zu dieser analogen, digitalen Kunstausstellung gekommen sind. Ja, ich versuche die Rede nicht länger als 2 Stunden zu halten. Oder wie sagt unsere Künstlerin Beate so schön, nicht länger als 2 Stunden und 95 Sekunden. Warum lacht keiner? Das sollte ein Witz sein, aber das kann ich noch nicht erklären. Das Motto dieser Vernissage heißt heute Abend Art Retrospektive 2023 und 2024 zurückschauend, aber auch nach vorn. Darauf komme ich aber gleich zurück. Die Kunst, wie heute auf dieser Ausstellung, die Kunst in unserer Gesellschaft ist sehr wichtig und ohne sie erblasst unsere Society. Die Kunst spiegelt die Kreativität, Gedankenfreiheit und Inspiration wider. Sie kann eine Botschaft, Gefühle und Inspirationen an uns weitergeben. Sie kann beruhigend oder aufwühlend stimulieren. Nun zur Künstlerin. Schon mit 7 Jahren fing die junge Künstlerin gebürtig aus Rändchen mit der Ölmalerei an. Das erste Bild war die Malfrau, sogar schon mit Zentralverlauf.
Sie hat ihre Bilder in verschiedenen eigenen Ateliers und Galerien, wie zum Beispiel in Appenweier, Karlsruhe und Offenburg ausgestellt. Schönen Abend zusammen hier im Bamberger Rathaus. Herzlichen Dank.